Liebe Schülerinnen und Schüler, ich freue mich total, euch über eine Videobotschaft zu erreichen. Mein Name ist Jutta Gül-Joschkun. Wir brauchen eure Ideen, wir brauchen eure Bürgerbeteiligung. Ihr seid die Erwachsenen von morgen. Welche Ziele habt ihr? Welche Visionen habt ihr? Wie kann man euch unterstützen? Wie verbringt ihr eure Zeiten? Wie sieht eure Zukunft in Stockach aus? Mein Motto ist Gesundheit, Bildung und Miteinander. Thema Gesundheit ist euch allen sicherlich bekannt. Die Erhaltung unseres Krankenhauses ist mir sehr wichtig. Bildung ist nicht nur die Schulbildung, auch die Ausbildung gemeint. Auch der Besuch der Kindergärten. Wie und wo könnt ihr eure Ausbildung machen? Können wir mit den Unternehmen kooperieren, damit ihr eine Zukunft habt? Stockach hat sehr hohe Mieten. Das können sich viele nicht leisten. Auch da müssen wir ansetzen. Dafür brauche ich eure Unterstützung. Geht wählen. Wen ihr auch wählt, entscheidet selber, nutzt euer demokratisches Recht und geht wählen. Stockach ist eine wunderschöne Stadt und deshalb möchte ich hier Bürgermeister werden. Aber ich weiß natürlich, dass Stockach nicht Konstanz ist. Manches kann die Stadt den Jüngeren noch nicht bieten. Wenn man im Alter für berufliche Orientierung, für Familiengründung, für viele persönliche Weichenstellungen ist, dann kommt es vor allem auf die Chancen an. Bietet Stockach die Chancen, sich beruflich weiterzuentwickeln? Das Berufsschulzentrum Stockach ist gut aufgestellt. Aber geht da noch mehr? Ich möchte nicht nur Ansprechpartner sein, sondern aktiver Player für alle Beteiligten. Auch ist mir wichtig, dass junge Leute aus Wahlwies, aus Reithaslach oder Seelfingen, die kein eigenes Auto besitzen, trotzdem nicht aufgeschmissen und auf sich alleine gestellt sind. Auf dem Land geht Mobilität anders als in der Großstadt. Der Bus muss kommen, und zwar zuverlässig. Wer heute jung ist, hat besonders unter den Corona-Maßnahmen zu leiden gehabt. Schulausfall, Hybridunterricht, Kontaktsperren. Das hat Spuren hinterlassen und vielen die Lust genommen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Aber ich möchte gerade jüngere Leute aufrufen, zieht euch nicht zurück, sondern setzt euch ein für eure ureigenen Interessen. Das ist kein Egoismus, sondern der Normalfall in einer Demokratie. Ich trete als Bürgermeisterkandidat an, weil ich eine Stimme für alle sein will. Ich möchte keine höheren Interessen denen da unten euch überstülpen. Deshalb bitte ich um ein Bildkreuzchen am 15. Oktober. Liebe Schülerinnen und Schüler des Berufsschulzentrums Stockach, mein Name ist Susan Katter und ich grüße Sie herzlich. Die Bürgermeisterwahlen in Stockach stehen vor der Tür und werden heiß diskutiert. Und zwar zu Recht. Immerhin hört der amtierende Bürgermeister nach 3 Jahrzehnten auf. Das heißt, die meisten von Ihnen sind mit Bürgermeister Stotz groß geworden. Es werden wichtige Themen diskutiert wie Breitbandausbau, Belebung der Oberstadt, öffentlicher Nahverkehr, Nachhaltigkeit. Das alles sind Themen, von denen Sie unmittelbar betroffen sind. Es geht um Ihre Zukunft. Deswegen meine Bitte an Sie, befassen Sie sich mit dieser Wahl und diskutieren Sie in Ihren Familien, mit Ihren Freunden, in den Klassenzimmern, denn davon lebt eine Demokratie. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir auch die Beteiligung der Jugend in der Zukunft. Denn für eine Demokratie ist es unerlässlich, dass gerade junge Menschen wie Sie ihre Meinung frei äußern können und dass auch ihre Meinung gehört werden. Es ist unerlässlich, dass junge Menschen wie Sie an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen mitwirken können. Ich kann mir hier die Etablierung eines Jugendgemeinderates vorstellen oder dass man erneut ein Jugendforum durchführt. Genauso kann die Beteiligung mittels einer App erfolgen. Denken Sie darüber nach. Aber vor allen Dingen nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Es geht um Ihre Zukunft. Es ist Ihre Chance. Und deswegen setzen Sie am 15. Oktober Ihr Kreuz hin. Vielen Dank, Ihre Susan Katter. Liebe Schülerinnen und Schüler des Berufsschulzentrums in Stockach, mein Name ist Michael Mende und ich bewerbe mich als Bürgermeister für die Stadt Stockach in diesem Jahr 2023. Natürlich würdet ihr dann jetzt gerne von mir wissen, was ich für Visionen für euch habe, aber ich bin 50 Jahre alt und jetzt zu denken, dass ich euch etwas sagen kann, was für euch wichtig ist, ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, ihr kommt auf mich zu und wir sind Gesprächspartner und wollen gucken, wie wir zusammen eure Visionen umgestalten können.
Dafür stehe ich, das möchte ich machen, Ansprechpartner für alle in Stockach sein und eure Ideen weiter umsetzen helfen. Geht bitte wählen. Viele von euch werden zum ersten Mal wählen. Das ist das Recht eines jeden in dieser Demokratie, den Bürgermeister wählen zu können und die Bürgermeisterin. Und daher die Bitte, wählen gehen. Unterhaltet euch mit euren Kollegen, Kumpels, Freunden im Verein, mit denjenigen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, was deren Standpunkte sind. Und macht dann eure Entscheidung am 15. Oktober. Für euch und euren Berufsgang viel Glück und Erfolg. Hallo liebe Schüler vom Berufsschulzentrum Stockach. Mein Name ist Jaden Stefan Gray. Ich bin Unternehmer aus Stockach und Bürgermeisterkandidat am 15.10. Ich wurde gebeten, ein kurzes Video zu verfassen mit dem Thema, was ich mir in Stockach für die Jugend vorstelle. Es gibt da viele Themen, aber ich habe, glaube ich, eine Sache, die für mich viel bedeuten würde. Ich würde gerne einen städtischen Jugendrat einführen, wo ein Gewählter aus der Jugend, gewählt von der Jugend, aus allen Ortsteilen einen Rat bildet. Dazu möchte ich alle Schulleiter und Vertrauenslehrer dazu nehmen, sowie alle Schülersprecher, um dass wir uns vierteljährlich, also wirklich vierteljährlich und regelmäßigen Abständen treffen, um eure Themen, eure Anregungen, eure Probleme zu besprechen, um diese dann auch nachhaltig lösen zu können. Ob es nun die Schulausstattung ist, ob es Sachen in der Gemeinde sind, in der Stadt sind, genau diese Themen sind dann da, um sie dort zu besprechen und vierteljährlich auch festzuhalten, was wir dann geschafft haben und was wir lösen konnten. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Vorschau darauf geben, was ich dann tun möchte, und ich würde euch bitten, geht zur Wahl und wählt. Danke. Thank you.